auf der Heidelberger Neckarwiese ging am Wochenende so richtig die Post ab. Denn Beachvolleyball im großen Stil war angesagt. Heidelberg war der Auftakt der sogenannten Smart Beach Tour. Diese Serie, sie geht über 5 Stationen und sie bringt Dinge zusammen, die insgesamt eine richtig gute Mischung machen. Hochklassiger Sport, Sommerambiente und Strandfeeling. Und das Beste, alles bei freiem Eintritt. Das ist etwas, womit sich arbeiten lässt, meint zumindest Achim Kaczmarek. Das Finale der Herren, es lässt an Spannung nichts zu wünschen übrig. Die Kontrahenten müssen in den Tiebreak. Im Vordergrund Thomas Kaczmarek und Alexander Walkenhorst. Die an 2 gesetzten Rottenburger genießen hier in Heidelberg fast Heimstatus gegen die St. Paulianer Erzrivalen Markus Böckermann und Mischa Urbatzka. Knallharter Sport in herrlichem Ambiente. Der männliche Zuschauer dankt im Stillen dem zuständigen Verband, der die Größe der Bikinihöschen fest im Reglement verankert hat. Cooles Aussehen beginnt im Übrigen bei der Sonnenbrille und geht weiter mit eben solcher Kopfbedeckung. Leid und Freud liegen eng beieinander in diesem Sport. Auf dem heißen Sand geht es immer um alles. Das Publikum geht mit und will vor allem aber auch eines: Party feiern am Neckarstrand. Die biederbrave Alltagsatmosphäre am Neckar verwandelt sich in einen tropischen Hexenkessel. Und in dem gehen die beiden Rottenburger Kaczmarek Waltenhorst im pinken Dress erst einmal in Führung. Ein Duell auf höchstem Niveau. Beim Turnier in Hamburg haben sie gegen die St. Paulianer auf deren Terrain gewonnen. Und jetzt macht wieder der Blitz von Katowice Thomas Kaczmarek die Punkte. Der Satzball zum souveränen 21:16. Es sieht für die Hamburger nach einer Wiederholung des Heimdesasters aus. Zur Pause übernimmt dann wieder das Publikum, dessen Part ein durchaus aktiver ist. La Ola in Slow Motion. Satz Nummer 2. Böckermann und Urbatzka drehen auf und spielen platziert und knackig. 9:7. Den Rottenburgern schwimmen die Fälle davon, als Urbatzka mehrere seiner unhaltbaren Schmetterbälle glasklar versenkt. Der Tiebreak muss entscheiden. Und da drehen die beiden Hamburger weiter auf. Eine Wiederholung ihrer Heimniederlage, das wäre denn doch zu viel gewesen. Das war eine bittere Niederlage gegen Sie, gerade weil wir auch nicht so gut gespielt haben. Wir haben ähnlich gut wie im ersten Satz hier gespielt. Dann haben wir uns hier natürlich reingebissen, reingekämpft. Wir wussten, wie das sich anfühlt, wenn man verliert. Gerade gegen die im Finale. Und da haben wir dann reingebissen, reingekämpft, Druck gemacht im Aufschlag, unser Zeitabend gehalten und somit gewonnen. Ne? Die Hamburger entscheiden den Tiebreak letzten Endes mit 15:10 für sich und haben damit die Scharte ausgewetzt. Und als sie unter dem Beifall des Publikums aufs Siegerpodest steigen, tun sie das im Trikot des geschlagenen Gegners.